Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck und herzlich willkommen zu meiner Review, Anleitung, Rezension über die wohl beste versteckte Kamera der Welt. Videocheck. Ja, ganz kurz dazu, das Teil kommt von der Firma Friedi, kostet 39,99 und ist in meinen Augen die beste Kamera der Welt, beziehungsweise die beste versteckte Kamera der Welt, weil man einfach nicht sieht, dass es überhaupt eine Kamera ist. So, was haben wir mit dabei? Wir haben einmal eine Anleitung und die ist in Deutsch und das ist auch ganz wichtig. Dann haben wir mit dabei einen kleinen Polökel, wie beim SIM-Karten rauspulen vom Handy. Einmal eine Supportkarte, also könnt ihr auch mit WhatsAppen, falls ihr mal Probleme habt. Und das Beste überhaupt auf jeden Fall die Kamera. Sieht man, dass das eine Kamera ist, das sieht doch aus wie ein normaler Ladewürfel, oder? Und deswegen finde ich das Ding auf jeden Fall mal mega genial. Da vermutet kein Schwein, dass das eine Kamera ist. Auf jeden Fall mega genial. Wir wollen uns das Ding jetzt einfach mal genauer angucken und ich mache dazu die Anleitung. Und zum Schluss kommen wir nochmal zum Fazit, zu meiner letztendlichen Rezension. Auf geht's! So, da sehen wir das gute Stück, das ist wie schon erwähnt von Friedi. Hier vorne können wir ganz normal vom Handy unseren USB-Stecker reinstecken und unser Handy mit aufladen. Das funktioniert auf jeden Fall. Oben drauf haben wir einmal unseren QR-Code, den werden wir später noch brauchen. Und auf der Rückseite finden wir auf jeden Fall einmal unseren Eingang für die MicroSD. Den Link packe ich euch natürlich gerne unten in die Infobox mit rein. Da passen 128 GB mit rein. Ihr könnt natürlich auch eine 32er, das ist völlig ausreichend nehmen. Aber den Link packe ich euch, wie gesagt, unten mit rein. So, dann gehen wir einmal in den Play Store. Es geht natürlich auch der App Store von iOS. Und dann suchen wir uns die App Fricam. Da steht sie schon. Dann gehen wir natürlich auf Installieren, Akzeptieren. Dann öffnen wir die App. So, natürlich müssen wir einmal unsere Kamera mit Strom versorgen. Wir gehen auf Kamera hinzufügen, neue Netzwerkkamera hinzufügen. Und jetzt können wir was Cooles machen. Und zwar können wir den QR-Code scannen, ohne dass wir umständlich hier irgendetwas eintippen müssen. So, stell dich scharf. Zack, QR-Code auf jeden Fall gescannt. So, damit wir uns natürlich erfolgreich mit der Kamera verbinden, sollten wir einmal ganz kurz auf WLAN gehen und auf Verbindungen. Und dann wählen wir natürlich ein anderes WLAN und zwar das KDA99D. So, die Qualität wird geprüft. Kein Internet verfügbar, das ist ganz normal. Und jetzt müssten wir mit der Kamera verbunden sein und machen jetzt mal ohne Passwort weiter und können das Live-Video auf jeden Fall schon mal laden. So, das Ganze mal umdrehen hier. Mal gucken, wo hier oben ist. Ich würde natürlich nachher hier diesen QR-Code abmachen. Das schöpft natürlich schon so ein bisschen Verdacht auf jeden Fall. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Wir haben auf jeden Fall Full HD. Das Schöne ist, der hat eine Bewegungserkennung drin. Das heißt, passiert da im Bild was, geht das Licht an und so weiter, dann schaltet die Kamera natürlich an. Die Kamera zeigt dir das auf und wir können das jederzeit mit der App hier abrufen, wenn wir uns mit der Kamera verbinden. Und zusätzlich speichert natürlich die Kamera alles auf der SD-Karte ab. Das ist natürlich schön, wir können unauffällig das ganze Ding auslösen, auslesen und so weiter, ohne dass es irgendjemand auffällt. Wer denkt denn schon daran, dass das bitteschön eine Kamera ist? Das ist wirklich unauffällig auf jeden Fall. Das Schöne ist, wir haben sogar Ton mit dabei, also wir können den Ton hier aktivieren. Sprechen können wir nicht, das funktioniert nicht. Wir können einen Screenshot machen, wir können ein Video manuell aufnehmen. Dann können wir natürlich das Ganze, die Seitenverkehrtheit und so weiter, das können wir hier alles tauschen, wie wir möchten. Kommt immer darauf an, wie der in der Steckdose drinne steckt. Natürlich hier die Helligkeit, der Kontrast. Und das hier müsste Nacktsichtmodus sein. Den haben wir allerdings nicht drinne. Und so weiter. Also die Kamera macht auf jeden Fall richtig gute Aufnahmen. Sie reagiert auf Bewegung. Man kann sein Telefon laden. Das funktioniert mit iOS und mit Android. Ziel der ganzen Sache ist natürlich, die Weibersauna zu observieren. Kommen wir zu meiner Rezension. Das Teil funktioniert hundertprozentig, arbeitet sauber, ist gut verarbeitet, riecht nicht nach China oder Plastikmüll. Man kann hier eine große Speicherkarte mit reinpacken. Den Link dazu, den lege ich euch unten mit in die Infobox rein, falls sich jemand für sowas interessiert. Und das Teil ist es auf jeden Fall top. Ist besser getarnt, geht's nicht. Und deswegen von mir volle 5 Sterne. Ich muss dazu sagen, ich habe das Gerät jetzt gratis zur Verfügung gestellt bekommen, um das einmal vorzuführen. Ich hatte allerdings vorher auch schon ein Video über eine ähnliche Kamera gemacht. Die sind
sind fast alle baugleich. Also, Link in der Infobox, schreib deinen Kommentar, wie du darüber denkst. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen in neuen Videos wieder... Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen in neuen Video wiedersehen und natürlich auch, wenn du ein Abo dalässt. Bis dann, euer Paul vom Videocheck. Bleibt sauber, ordentlich und anständig.